Mal anmachen. Er spielt jetzt Marvo als Fox gegen Snacks Falco. Okay, jetzt bin ich auch dabei. Marvo und Snacks. Ja, Snacks hat noch nie, ich glaube, ein Match gegen Marvo gewonnen. Zu dem Zeitpunkt, als Marvo angefangen hat zu spielen, war Snacks noch free wie Sau. Ja. Und Marvo ist dann ungefähr in 2 Monaten so gut geworden wie alle. Ja, er hat Jumbo auf seinem ersten Smashfest, in seinem ersten Tournament-Match geforstalkt. Fox gegen Pummeluft, das war Marvos Einstieg in die Szene und er hat sich gefragt, ob wir alle so free sind. Ja. Classic Marvo. Und er denkt immer noch, wir sind alle free, aber Yannick möchte das nicht mehr. Und deswegen hat er sich heute zum Ziel gesetzt, gegen Marvo zu spielen. Und das Bracket hat es hergegeben, denn Yannick hat heute einen richtig guten Run im Loser-Bracket gemacht. Ja, sehr Chaos stark heute. Geschlagen und Brax aus NRW. Und jetzt sehen wir das erste und Match schon. Schon los, Dreamland. Die vermeintlich neutralste Stage in dem Matchup. Oh, es geht nicht los. Yannick beschwert sich über irgendetwas. Er sieht sehr entsetzt aus, auf jeden Fall. Was ist los? Es ist zu hell. Das Bild ist anscheinend zu hell. Das Bild soll anscheinend zu hell sein. Marvo shrugged, er sieht das nicht so. Für Marvo ist alles okay. Ja. Es wird gefixt, unser Mann Liver regelt das anscheinend. Liver, Tournament Central's very own Liver, regelt hier gerade alles. Ja, die beiden sind übrigens in einer Crew zusammen, das könnte man auch nochmal erwähnen. Das ist ja das Crew-Match. Geht es schon los? Oder es ist okay. Sie spielen trotzdem. Es ist okay. Alles klar. Okay. Es sind 57-13%. Marvo mit dem monströsen Punish-Game wie immer. Man darf keine dummen Fehler machen. Dafür ist Marvo bekannt. Kriegt er den ersten Hit, lässt er nicht mehr los. Er bleibt an dir dran, bis der Stock weg ist und riskiert alles dafür. Marvos Motto in Smash ist einfach zerstören. Ja. Er hasst es, defensiv zu spielen. Er will einfach nur zerstören. Als ich ihm sagte, er soll gegen Peach defensiver spielen, hat er mich ganz entsetzt angeguckt und meinte, ich will aber Leuten auf den Kopf hauen. Das war seine einzige Antwort, die er da parat hatte. Oh, schöne. Und die kommt Yannick aber mit der Kreuz-Kombo. Oh, die hätte noch fast vermissen, dann wäre es voll auf gewesen. Alles klar. Schöne Abflug, Back Air. Yannick hat jetzt auch eine ganz nette Hitfolge, aber entscheidend ist jetzt, dass er diesen Stock wegkriegt von Marvo, weil Marvo kann ihn jederzeit shinen. Hier hätte es nämlich fast geklappt. Marvo ist nämlich auch richtig dreckig im Outshinen. Ja, Yannick ein bisschen zu sloppy, den Kill hätte er locker kriegen können. Ja, keine gute Recovery Yannick, auf der Stage. Choked immer, wenn es zum Edge Garden geht. Da fängt er an, plötzlich Full Jumps zu machen, um irgendwas zu timen und zu predicten, anstatt einfach zu reagieren. Ja. Er muss mehr stationär spielen beim Edge Garden, habe ich das Gefühl. Schöner Forward Tilt, Rolle gepunished. Und die Dare kommt sie. Oh, mit dem schönen Tag. Ja, guck da, dieser Full Jump. Warum hat er das gemacht? Ja, aber die Weak Bear Reverse tötet hier. Sehr schön, sehr schön. Relativ evenes Match. 80% sind am Space Eater nicht so viel. Marvo macht Angst. Stellt sich einfach vor Yannick und wartet ab. Schöner Waveland zu Back Air. Oh, da hat er sehr schön. Streamland. Trotzdem macht das kein Panik, Problem, wenn man so einen Upsmash abkriegt. Allein wegen des Geräuschs. Ja. Ich hoffe, dass Yannicks Nerven mitmachen, weil dann ist es auf jeden Fall möglich, dass hier. Schöner Tag! Oh, okay. Diesmal kann er nicht decken. Marvo zu weit raus mit der Down Smash. Marvo hätte auch rausspringen können und scheinen können, aber. Er braucht es trotzdem. Er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Ja, Marvo ist im Winners Bracket gegen einen Falco rausgeflogen. Felix ist ein Falco, der sehr wenig lasert. Das ist für Snacks allerdings ein ganz zentrales Ding in seinem Spiel, dass er diese Laser braucht, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und Marvo ist aber ganz geschickt im da Durchspringen sozusagen. Mit dem Full Jump von Fox kommt er immer gut durch, sodass Yannick da nicht viel Profit aus seinen eigenen Lasern holen kann. Hier wird er auch gerade gepunished. Oh, schade. Und da ist der Stock weg. Obwohl er einen schönen Sweet Spot gemacht hat. Allerdings. Marvo zwei Stockführung. Yannick geht kurz in sich da oben mit seiner Invincibility und startet sehr gut in den Stock. Man darf schon anfangen zu überlegen, was mit Yannick eventuell counterpicken sollte. Allerdings noch ist das Match nicht vorbei. Niemals sowas überlegen, wenn das Match ist. Im Commentary darf man das schon. Aber im Match ist das die schlimmste Marvo Überlegung. Ballsy. Und Yannick. Oh, Yannick Two-Ballsy. Mit dem Super Stevo, oh je. Yeah. Ja, der Stevo. Ja. Der Stevo, die Crowd schreit sehr lustig. Okay, es steht damit 1-0 für Marvo. Es ist ein Best of 3, das heißt, es gibt ein Ban und eventuell nur noch ein Match, wenn Marvo jetzt gewinnen sollte. Was denkst du, was in der Stage werden wir sehen? Wir sind übrigens Kommentator Kartoffelking und Chris. Ich bin nicht Kartoffelking, leider. Auch wenn der Name sehr episch ist. Ja. Ich hätte mich Kartoffelking nennen sollen, ich bereue alles. So, wir sehen jetzt leider kein Stage-Selection-Screen, das heißt, wir wissen nicht, was gepickt wurde, aber es ist Yoshi's Story. Es ist Yoshi's Story. Interessante Wahl. FD war natürlich... Ein Stevo von Marvo. Marvo guckt zur Seite, den Stock brauche ich nicht, das ist kein Thema. Up Smash. Jetzt bin ich auch sauer. Up Reset. Und er zeigt, warum er den Stock nicht braucht. Er zeigt, warum er den Stock nicht braucht. Er gibt keinen Fick. Er gibt keinen Fick. Und
Dann warst du aber jetzt ein Edgeguard. Ja, ich hatte solche Angst. An der Edge. Oh, solche Angst. Panisch. Völlig Psychose. Ja, und da ist das Stockback, ja, wo das mal berührt wurde. Zero to death. So, let's have a new match. Das ist best of three. Ja, es ist best of three. Marvo macht jetzt mit Absicht nur noch Sachen, die ihn richtig im Kopf zerstören. Wow. Schön, schön gemacht. Oh, Yannick kommt nicht mehr von der Plattform runter. Er ist jetzt richtig nervös. Die Stage hat halt den Nachteil, du musst halt auf Pressure klarkommen. Du musst auf engen Raum klarkommen. Deine Ruhe behalten, keine Mess-Ups machen unter Pressure. Und das ist einfach noch nicht so der Fall in diesem Match. Yannick hat der Dusan versprochen, dass er Marvo schlägt. Jetzt wird es langsam kritisch. Ja, er hat den Weg bis zu Marvo geschafft. Aber es sieht so aus, als wäre Marvo immer noch ein bisschen weg. Brandel hilft dir kurz. Sehr schöne Wanders-Kombo to F-Tilt. Sehr fancy. Finde ich, wird zu wenig gemacht. Leider zu wenig Prozent für den Edgeguard. Aber gut gedacht, schön reagiert. Aber die absolute Kontrolle hier. Ja, und das wird dann Edgeguard sein. Cool. Das Timing versaut. Schön gewartet. Komm, jetzt aber. Die Pal der. Und sie reicht. Sehr sie schön reicht. Gewartet. Sehr schöner Edgeguard. Ja, und Stockausgleich. Stockausgleich. Die Crowd freut sich für Yannick. Yannick ist unser kleiner Crowd-Favorite, unser kleiner Liebling. Unser Jüngster auch hier in den Top 8 auf jeden Fall. Der sich wirklich seinen Weg zu den guten Spielern hochgekämpft hat, mit viel Arbeit. Viele Rückschläge einnehmen musste. Sehr viele Rückschläge einnehmen musste. Immer wieder von Marvo als Free bezeichnet wurde und sich jetzt endlich rächen möchte. Immer wieder, wirklich. Es wird ihn auch nach dem Match erwarten, sollte er verlieren. Oh ja, auf jeden Fall. Wieder dieser Forward-Tilt. Direkt in die erste Marvin Marvo beendet das Set. Das beendet es. Marvo advanced in die Top 5. Sehr schön. Glückwunsch, Marvo. Dann unser nächstes Match. Gleich direkt. Krypto gegen Slim Shady. Die Freunde. Extrem Sahne-Boys-Show auf. Nils, wollt ihr das kommentieren? Dann würden wir sagen, geben wir das Mic ab, weil wir noch ein bisschen Organisationsarbeit haben. Wir werden hier noch ein bisschen tauschen mit den Kommentatoren. Es kommt Nils aus Hagen und Swash aus ebenfalls NRW.